fahren einfach drüber. Ja! Oh. Zombie TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei mir am Kanal. Ja, es geht weiter mit Gates of Hell, Call to Arms, mit dem Liberation DLC. Ja, die Amis rollen weiter nach vorne. Wir haben jetzt eine Verteidigungsmission. Und zwar auf Utah Beach, Strand von Utah. Könnte interessant werden, den zu verteidigen. Ist jetzt einfach mal genau umgekehrt. Nicht landen, sondern verteidigen. Ich glaube, in einer Angriffsmission hatten wir die sogar schon. Ich guck mal eben, ob ich hier alles ready habe. Nur die Bomber fehlen noch. Die verzichte ich nicht, weil wir die Punkte einfach haben. Beziehungsweise jetzt auch endlich mal dann aufgebraucht haben. Es gibt auch wieder keine Forschungspunkte. Ne, ich habe damit einfach kein Glück. Aber ich nehme es einfach, wie es kommt. Was soll's. Ich sag mal so, wenn jetzt der Gegner dann irgendwann uns eingeholt hat von der Forschung, dann wird es halt knackiger. Aber umso spannender. Ich hätte nochmal nachgemessen hier, damit ich da auch mal was zu sagen kann zu dem 8-Inch Haubitze, der M1 hier. 8-Inch sind 20,3 cm. Ich habe Zollstock dran gehalten, damit ihr das wisst. Also 20 mm Geschütz oder Haubitze oder Artillerie, wie man es nehmen will. Dann habt ihr auch die richtige Zahl dazu. So, speichern. Ich habe alles gemacht. Einen Transportwagen habe ich dabei, den richtigen LKW auch, Pioniertruppe, jawohl, alles klar. Oh, los. Auf ins Gefecht. Und wie immer, Leute, im Ladebildschirm, wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich auf jeden Zuwachs, lasst den Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Ich freue mich darüber riesig. Und natürlich nicht vergessen, wir haben einen Discord-Server. Also, wenn ihr darauf erscheint, freue ich mich sehr. Gerade wenn ihr vielleicht noch abends irgendwie nicht alleine zocken wollt, könnt ihr gerne da reinkommen. Ne? Ist ein guter Treffpunkt. Kann man neue Leute kennenlernen. Und dann sieht man sich vielleicht mal. So, müsste jetzt auch schon gleich losgehen. Da kann ich hier nochmal einen Schluck genehmigen. La Aqua. Ganz wichtig. Ja, okay. So, rein damit. Wir vermehren hier alles irgendwo in der Form. So, die Pioniere stecken wir auch gleich mit da rein. Und ihr müsst auf Fuß laufen. Wir nehmen den Punkt hier, glaube ich, oder? Oder mehr zur Küste hin. Wir nehmen den Küstenpunkt hier, ganz ehrlich. Warum nicht? Sieht eigentlich ein bisschen cooler aus. Mal eine andere Kulisse irgendwie. So, ihr dürft da einmal hier langfahren. Dann könnt ihr eben die Pioniere abladen. In der Zeit holen wir schon mal... Machen wir erstmal den großen Zug ran hier. Vielleicht die Haubitze von hier aus schießen lassen. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein Landungsboot kommt. Die 8-8er hätte ich gerne hier vorne auf der Straße. Da kann die Flak hin. Den Marder vielleicht hier so oben drauf. Flammenwerfertypen kommen im Graben. Müssen die denn immer alles kaputt fahren? Direkt weiterfahren, bitte. Das ist eine lange Strecke.
soll, das macht doch auch überhaupt keinen Sinn, was du hier machst. Vorsicht, Muku, weg da! Die Artillerie möchte ich auch. Die Feldkanone. Artillerie. Oh, ich habe mich verdrückt. So. Ah. Schön die Gräben ausrichten hier. Ausheben, ausrichten. Stopp! Nicht so weit. Alle aussteigen hier bitte. Und anfangen verminen. Hier auf der Kreuzung auch noch ein paar Minen. Ich will mal alles kaputt fahren wollen hier. Es sind richtige Randalkinder, ne? Oh, ich war mal im Third Person hier. Gut, Schussfeld ist cool. Sein Schussfeld ist scheiße. Können wir dich hier hin? Bisschen näher noch, bitte. So, meine M4s. Einen dahin. Oh, beide dahin stellen? Ich weiß nicht. Ich halte mal einen hier vielleicht in dahin, im Hinterland. Einfach mal eine Reserve halten. So, Minen holen. Minen holen. Minen holen. Einsteigen. Auch hier hin einfach. Du brauchst zu lange. Na kommt, mal ein bisschen Bewegung hier. Hier auch noch Minen legen. Nein, falsche Taste. Ich werde keine Minen mitgenommen. Orders,
Awaiting orders, sir. Kommen auch schon die ersten Truppen angerannt. Zum Arsch. Flammenwerfer hat sich schon gelohnt, der macht's gut. Ich brauche die am Strand hier. Fuck, Alter. Eieieiei.
Okay, ist mein eigenen. Okay. Gut. Wo ist der Panzer? Go, 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 Beilung, 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 Beilung. Bam. Enemy armor up ahead. Ready. Loaded. Get down. Get down. We need support. Take them off. Enemy tank. Stay alert. It's down. Ready, sir. Okay. Hey, du solltest den noch reparieren, die Kette hier. Zu treffen, wa? Er dreht ja voll am Rad hier. Kommt noch mal eine Welle.
Panzerschlacht hier. Verdammt, der steht da in dem Schutz von dem anderen dahinter. Schwierig. Son of a bitch. Mal weggedreht. Muss mal drüben mal ein bisschen aushelfen. Treffer, glaube ich. Sicherheitstreffer. Hier kommt kein Tank mehr. Erzähl nicht so einen Schwachsinn. Tanks sind coming. Von außen. Oh. Alle getötet? Das Sau. Das gibt's ja gar nicht. Schick mir mal ein paar hoch. Was steht da noch? Einfach eine Flak steht still. 17er und noch eine 15er. Meine Artillerie ist ja auch mal fertig. Wo guckst du denn hin? Da ist dein Ziel. Ja, du warst heute auf jeden Fall sehr überflüssig. Muss ich jetzt einfach mal gestehen. Aber gut. Das ist alles gar nicht in Reichweite. Ach, krass. Ist ja relativ zügig unterwegs hier.
Wir fahren einfach drüber. Ja! Oh. Da fahren wir auch einfach drüber. Oh, die dreht. Das war der Headshot, glaube ich. Alter Falter. Vorwärts, Leute. Nein, du nicht. Du sollst doch reparieren gehen. Heieiei. Ganz schönes Chaos. Aber trotzdem cool. Wo ist das denn für ein Ding hier? A39-Turm. Interessant. Ist noch so ein Ding? Mittlere Panzerabwehrkanone. Die habe ich auch noch nie gesehen hier. Da kann man keinen dran setzen, zufälligerweise, ne? Ja, das ist schon kaputt. Ne. Okay. Wäre interessant gewesen. Na gut. Alles klar, Leute. Das war's schon. Ich ziehe mir wieder meine Beute. Dieses Mal sind die Verluste. Ja, ich glaube, es geht eigentlich. Ich glaube, es ist schlimmer als gedacht eigentlich. Wir haben zwar einen M4 verloren. Ich habe aber auch leider ein bisschen zu spät dran gedacht, mal so einen Graben auszuheben. Ich weiß gar nicht, womit die den platt gemacht haben. Seht ihr hier ein Einschussloch? Sehe ich irgendwie nicht so wirklich. Ah, doch, da unten. Und da auch. Ah, ne, das sind doch die Laufrollen, oder? Ja. Ja gut, aber er wird einen Seitentreffer abgekriegt haben, so doof, wie der jetzt hier leider steht. Ich gehe mal davon aus, ja, aus der Richtung hier. War nicht sogar Sturmgeschütz oder Marder was. Aber wir haben eigentlich alles relativ zu Moos gemacht. Hier noch einen laufenden Motor. Das ist ein Opel Blitz, aber. Hier ist nochmal so ein Dingens. Kettenfahrzeug. Grad 31, ne? Ja. Ne, kein Kettenfahrzeug. Sonder-Kfz. Ja, okay. Ich werde mir die Panzer holen. Den Marder, der hier vorne ist, ist auch noch ein Zweier. Ja, ich nehme es mit. Verkaufen, wie immer, ne? Money ist immer gut. Gar keine Frage. Aber es waren immer noch Panzerkampfwagen 3 dabei. Wenig Vierer, ne? Obwohl, ich glaube, die letzte Schwung hier waren Vierer, ne? Vier, ja. Ausführung H. Das bedeutet, glaube ich, auch tatsächlich, es sollte nicht mehr so lange dauern. Ich gehe mal davon aus, vielleicht noch ein oder zwei Missionen, dann könnten wir wirklich schon auf einen Tiger treffen. Wird spannend. Die haben wir echt kaputt geschossen. Okay, der eine brennt, aber der hier ist echt ganz kaputt. Nee. Den kann man reparieren. Ja, die Frage ist nur, wir stellen uns ja jetzt schon ein bisschen schwer gegenüber Mardern, Marder 2, Marder 3, je nachdem, Stuck und Panzerkampfwagen 4. Die haben jetzt hier, ich glaube, die haben 80, ne? Bis zu 80 Wannenpanzerung. Wir können ja theoretisch mit unserem M4, glaube ich, bis zu... Was stand da? 120 oder so könnten wir eigentlich durchdringen, glaube ich.
So, wenn dann jetzt ein Tiger kommt, sieht böse aus. Ich glaube, er hier, warte mal, hier der Kleine noch, der Hellcat. Der könnte vielleicht ein Tiger 1 knacken. Ah, da müssen wir auf jeden Fall mobil spielen, damit wir den von der Seite oder von hinten erledigen können. Was uns helfen wird, ist natürlich hier, wenn wir sowas haben. Also in der Verteidigung werde ich auf jeden Fall, sobald das jetzt in die Richtung Tiger geht, werden wir mit 2 8-8ern spielen. Die werden wir auf definitiv brauchen. Obwohl ich das noch nie gesehen habe, 8-8er auf Tiger, ne? Muss man dazu sagen. Na, schwierig. Ich spekuliere mir das mal ein bisschen weiter in meinem Gehirngespinsten ein. Mal kicken. Alles klar, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War eine coole Schlacht. Hat mir gefallen. Es war hoffentlich genug Action für euch drin. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Lasst den Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.